Hallo und herzlich willkommen zurück. War klar, dass das funktioniert. Willkommen zurück zu Skyblock. Ja, jetzt darfst du erzählen. Die schwarze Wolle kriegen wir ja auf jeden Fall hin. Ja. Die graue ja auch. Ja. Dann wisst ihr schon, was wir heute machen. Wir sammeln ein paar Punkte, damit wir uns was wünschen können. So, die grüne Kaktus müssen wir mal anpflanzen. Ja. Das mache ich jetzt mal. Auf was wächst der? Sonst. Kacke. Obwohl, ich nehme mal ein bisschen Schilf weg und setze auf eine Seite Kaktus. Dann. Ach, nee, rechts und links wächst da nichts mehr. Ja, also kann ich einen Kaktus pflanzen, ja? Richtig. Mehr. Auch gut. Dann pflanzen wir halt. Hey, ich habe mal. Selbst das geht nicht. So, weil da ein Stein dran hängt. Gut, dann machen wir es halt anders. Ich habe da was vorbereitet. Nein, doch nicht. Jo. Dann nehmen wir da ein 3 Sennchen raus. Und platzieren der Saat. Da und da. Dann Kaktus drauf, dann Kaktus drauf und dann Kaktus drauf. Denn wir brauchen ein paar Punkte, denn wir wünschen uns bald wieder was. Ich wünsche mir immer was. Ja. Dass du verschwindest. Ich wünsche mir mehr Redstone und mehr Eisen und mehr Gold. Und mehr alles. Ach, ich stell dich nicht so an. Ach ja, wir haben noch gar nicht gezählt. Wir haben die Inseln schon abgebaut, beide, links und rechts. Weil es ja nicht allzu spannend war. Ja. Aber es nicht mehr aufgenommen. Ist ja wirklich jetzt nicht spannend. Zack, wir haben schon mal 10 rote Wolle. Wunderbar. Gelbe Wolle brauchten wir, glaube ich, auch noch, ne? Wenn, haben wir sie jetzt auch? Voll kacke eigentlich. Ich verschwende den ganzen Farbstoff. So. Achso, ich krieg Schaden, weil ich verhungere. Wir haben immer genügend Essen, also. Ja, ja. Darum sollten wir uns keine Sorgen machen. Ah ja, vielleicht soll ich mal ein Lagerhaus mal fertig bauen. Ah ja, erstmal ein bisschen Wolle färben hier. Ach, Knochenmehl haben wir auch genügend. Zack, 10 schwarze Wolle. Oh, ich habe eine deutsche Flagge in dem Winter. Schwarz, Rot, Gold. Ja. Warum? Und ich habe auch noch weiß daneben. Doch. Ja, grau. Graue Farbe kannst du jetzt auch herstellen aus Knochenmehl und den Tintenbeutel, oder? Ja, bin dabei. Guck mal, ob wir noch so Knochenmehl hier rumfliegen haben. Wie viel Eisen brauchten wir nochmal für? Für? Irgendwas brauchten wir noch Eisen. Ja, 4 Stück insgesamt, 2 haben wir. Ich habe 2 dabei. Ja, also könnten wir, wenn wir genügend Redstone noch haben, uns die bessere Abbau-Ding da bauen. If you know what I mean. Ja. Dann könnten wir natürlich da auch wieder vielleicht ein bisschen besser arbeiten. So, graue Wolle haben wir auch. Wie macht man hellgraue Wolle? Oder dunkelgraue? War da nicht auch irgendwas? Keine Ahnung. Also. Das kann ich gleich mal nachgucken. Ja, ganz so. Ey, ich habe sogar den Zettel noch hier rumfliegen. Ich muss mal ums Mikrofon greifen, ich habe keinen Kugelschreiber. Also, wir haben rot. Schwarz, gelb, grau. Schon mal die Farben, die wir gecraftet haben. Zack. Ich schnapp mir was zu fressen. Und dann dürften wir auch eigentlich mal wieder Cobblestone fahren, weil wir haben nichts mehr. Yeah. Oh, was gibt's? Chickens? Oh, ein Eichel. Die Eier packe ich jetzt mal auch in einer Kiste, ne? Weiß der warum? Er weiß es, ihr nicht. Ja. Ich glaube, es ist übergültig. Zack, nehmen wir also. Cobblestone. Yay. Voll die Heavy Metal Musik im Hintergrund. Yay. Rockmusik. Und ein wunderschöner Cobblestone Generator, der bald ersetzt wird. Hoffentlich. Zu einem funktionierenden. Habe ich fast schon gedacht, ich habe den mittleren Stein abgebaut. 18 Redstone brauchten wir insgesamt, ne?
Ja. Hm. 11 haben wir. 7 fehlen leider. Hexen sind gierig, geizig. Das eine müssen wir uns dann wünschen. Mhm. Oh, du baust auch ab. Was soll ich denn sonst machen? Weiß nicht. Ich könnte jetzt noch farmen gehen, ne? Nee, nee. Kannst du auch, aber. Wie du möchtest. Die Frage ist nur, was bringt uns das mehr? Bringt uns das, dass wenn wir den die Mobfarm aufrüsten, sodass die Gegenstände mehr noch mehr haben? Oder eher, dass wenn wir mehr besser Cobblestone farmen können? Die Frage, ne? Im Endeffekt brauchen wir dann so oder so beides. Erstmal mehr Cobblestone. Ja, schon mal wieder. Ich schmeiß mal ein paar Spitzhacken oder zwei Spitzhacken. Eine Spitzhacke in den Kiste da, ne? In die Koppelkiste. Ja. Dass wir gucken, dass wir da immer eine drin rumfliegen haben. Wäre vielleicht vorteilhaft. Dann baue ich gleich auch im Lager weiter, damit wir den Mist da wegsortieren können langsam. Dafür brauche ich jetzt eine Koppelstone. Kopplé. Nein, ich bin kein Koppelstone. Du tust mir manchmal so, ne? Yep. Oh, Redstone. Dann 40 geteilt durch ist teilbar durch 8. Dann packen wir da mal das rein. Ich mache mal ein bisschen Holzkohle wieder, weil uns geht die Kohle langsam aus. Ja. Und dann sollte ich auch gleich mal Holz farmen. Überall haben wir noch ein paar drin, aber. Verdammt, ich habe mir eine Spitzhacke gemacht. Ich wollte eigentlich eine Axt. Meine Axt ist schon ganz schön demoliert. Ist. Jetzt aber. Ja, unser schöner Keksbaum da. Kekse sind. Warum sind eigentlich Kekse so, sag mal, doof zu machen, obwohl dann bringen sie nie was wirklich? Hätten sie die Dinger lieber zusammenfassen sollen auf ein, sag ich mal, oder auf drei, vier, sie vielleicht zwei Dinger bringen, aber 8 Stück ein, ist auch durch. Lebensmittel, also geben ja nur ein Punkt. Naja. Ja. Kekse halt, ne? Ja, aber Kekse sind doch voll geil. Deswegen kannst du ja so viele davon essen. Ich bin das Krübel. Du hast nicht zufällig noch ein bisschen Lust, ein bisschen zu sterben? Ich meine, ich mag die Zahl da nicht. 48, nee, du glaubst nicht. 48 und. Weil ich bin schon Level 54. Und schau doch mal in die Videobeschreibung. Dort gibt es immer noch dieses schöne Google Doc Dokument. Wo ihr auch Anregungen draufschreiben könnt. Sonst müssen wir weiter auf Aufregung. Hey, du regst mich so auf. Ja, das tust du. Der bringt mich voll auf ein Konzept. Welches Konzept außerdem?
Verdammt. Hä? Gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Auf jeden Fall, falls ihr noch habt, Ideen habt, was wir bauen könnten, einfach ruhig in die Kommentare gehen. Ich habe unseren dritten eventuellen Spitzspieler gefragt, aber der gab ja wieder mal keine Antwort. Achso, ja dann. Ich glaube, der wird niemals kommen. Er kennt mich wahrscheinlich schon. Ich dachte, nee, mit dem möchte ich nicht spielen. Das ist mir doch dann doch zu hardcore. Weil wir auch so die Profis sind, ne? Nee, es sind zu hardcore dumm. Achso, ja. Achso, ja, nee, wir sind so hardcore Profis. Ich bin Experte in jeglichen Spielen. Ich tue keine besseren Spieler als uns, oder? Ich bin der Beste in jedem Spiel und in Kamasutra. Mhm. Danke, reicht. I'm the Love Maker. Ich kann aber nicht mehr ernst bleiben. Gut so. Mein Name ist ja auch nicht ernst, also warum soll ich so bleiben? Yay, wir haben einen Apfel. Ein Apfel. Brauchen wir noch ganz viele Goldbarren, dann können wir uns einen Epic Apple auscraften. Braucht man dafür nicht Goldblöcke? Soll ich dir ein paar mehr Goldbarren, damit wir Goldblöcke rauskriegen? Also vielleicht erst noch ein paar Goldnuggets. Ja, aus denen wir Goldbarren machen. Man müsste die Goldrüstung wieder einschmelzen können. Oh, das wäre so schön. Ich würde dir dann sofort alle Rüstungen, die wir da haben, einschmelzen. Einfach alles. Einfach, weil wir die meisten müsste ja gar nicht brauchen. Die Schaufel würde ich sofort einschmelzen. So. Ja, episches Bäume fällen hier. Wirklich schöne Hardcore-Musik. So, den ersten Baum lasse ich stehen, einfach weil da zu viele Kakaobohnen dran sind. Apropos Kakao, welchen Schokolade mögt ihr mehr? Die weiße, die zartbitter oder... Was ist das andere? Vollmilch. Edelbitter? Nee, Vollmilch. Ja. Ja. Und welche magst du am meisten? Ich habe ja gehört, du magst ja eher zartbitter am meisten. Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, wenn ihr eben mal was schicken möchtet, dann nur zartbitter. Was denn? Mach nix. Du freust dich schon auf, wenn du jemals Pakete kriegst. Da sind nur zartbitter Schokolade drin. Er hat ja zum Glück niemand diese Adresse, also. Ja, noch nicht. Ich schreibe ich gleich in die Videobeschreibung. Kannst du ruhig machen. Nee, ich glaube, so viel Zappeter-Schokolade wirst du nie erhalten. Du weißt nie, was er hat, außer Drohbriefe. Er hat das Übliche halt, ne? Ja, dass du mal wieder schwanger, oder jemand geschwängert hat. Lässig. Kommt da auch mal mit den Baumsitzlingen raus? Hier sind nur noch 4 Blätter oder so. Ich möchte gerne... Da liegt einer drauf. Mist. Ja. Jetzt kann ich gehen. Nee, jetzt kann ich gehen. Jetzt hat er den Setzling gesetzt. Setzling setzen. Fichtenholz, Eichenholz, Tropenholz und Beckholz. Setzling. Ach, der fliegen die eigentlich hoch. Okay, ich nehme die auch da raus. Apfel kommt da hinten hin. Wie geht's unseren kleinen Freunden hier drin? Du, da ist nur noch ein Huhn drin. Aha. Und er scheint nicht Karl A. zu sein. Das ist, wo ist Karl A. dann? Ich hab keine Ahnung, hat sich wahrscheinlich wieder durchgeglitscht.
Ach, Carla, warum tust du uns das an? Ich bin sehr enttäuscht von dir, Carla. Sehr, sehr enttäuscht. Ja, auch von dir. Was? Wie weiß ich nicht. Dir? Ja, einer muss ja schuld sein. Ich bin's nicht. Oh mein Gott! Carla, bist du enttäuscht von mir? Ich fange gleich an zu weinen. Ich glaube, ich habe wieder den Timer nicht gestartet. Jupp, yep, glaube ich auch nicht. Ja. Ich muss mir also irgendwann mal nach Belieben die Zeit, Folge beenden, die Zeit beenden. Zeit, hör auf zu existieren. Das ist mein Zeitgeräusch. Ja. So, jetzt bauen wir die Kiste. Da können wir schon mal eine Kiste hinsetzen. Ja, Sekunde. Ich bin mal kurz 2 Minuten weg. Jo, hau rein. Auf Wiedersehen. Bis Verlauf gleich. Dich nicht. Möge die Macht mit dir sein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wer weiß. Vielleicht mag die Macht ihn nicht. So. Kommt da drunter die Färbemittel. Ich habe keine Ahnung, wie rum ich die da setzen möchte. Kommt da weiß hin. Und schon haben wir die wegsortiert. Und schon... verlieren wir die Verbindung. Yay! Yay! Skype-Call. Verbindung verloren. Wieder da. Verbindung wieder da. Und wieder weg. Yay! Und hat das Spiel verlassen. Yay! Dann mache ich eine Aufnahmepause, bis er wieder da ist. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss!